Hallo. Bitte auf Weg Wäre bleiben. ein schneller Tod. Gibt schlimmere Ja. Arten zu sterben. Sag sowas nicht. Wir schaffen es hier raus. Immer wenn ich auf ein Schild gucke, habe ich da eine Fresse drin. Also, stay on trail. Hallo, stay on trail. Wir haben Nur eine wissen, was Idee, hier ist. aber vielleicht müssen wir ja unsere Pendants retten, um uns Leuchtkäfer. Ja. Daher kommt das Ich Licht. wurde erst gejagt nach. Irgendwie schön, oder? Sieht seltsam aus. Fireflies. Nein, nicht Hey. möglich. It's me. Es muss ein Irrtum sein. Vergib mir diese späte Störung. Ich muss dich sprechen. Was quält dich, mein Freund? Es ist Mary. Ich sorge mich um ihre Rolle in den Prozessen. Wir sorgen uns alle. Das ist nicht alles. Ich sah sie lächeln, als ihre eigene Schwester starb. Sie genoss es. Bist du sicher? Ja. Doch nun spricht sie von Schuld und Reue. Und dies so glaubwürdig. Halte dich von ihr fern. Dieses Mädchen bringt nur Unheil. Zu spät. Ihre Geschwister sind tot. Und so lebt Mary denn nun bei mir. Deine Großmut bringt dich in große Gefahr. Was rätst du mir? Lege Zeugnis ab über deinen Verdacht, dass der Tod ihrer Schwester sie erfreute. Ich bitte dich. Ich zaudere. Mary scheint zu bereuen. Du musst aussagen, sonst stürzt du unsere Gemeinde ins Unglück. Niemand ist sicher vor ihren Hirngespinsten. Nun denn. Wenn man mich anhört, spreche ich. Ich bin verhext. Du bist nicht verhext. Wie könntet ihr sonst vor mir das stehen? Das musst du mir einfach glauben. Sie beschwor euch als Verbündeten, mein Schweigen zu erzwingen. Nur der Teufel könnte einen Dämonen schaffen, der mir gleicht. Ich bin kein Dämon. Aber wir sehen wirklich gleich aus. Und ja, das ist voll krass. Was wollt ihr von mir? Was willst du vor Gericht aussagen? Über Mary. Ich wollte dort Zeugnis ablegen. Doch jetzt zweifle ich. Es wäre ein Fehler, das Mädchen hinzurichten. Sie ist traumatisiert. Ein Opfer wie alle anderen. Little Hope ist nicht mehr die Stadt von einst. Seltsame, verstörende Vorkommnisse gibt es nun zuhauf. Ihr, was immer ihr seid, seid nur eins davon. Die Entlarvung Marys mag meinen Freund retten, doch es ist eine schwere Last, durch diese Tat ein Kind zu verdammen. Ein Kind anklagen ist falsch. Der Priester ist der wahre Übeltäter. Ja, Mann. Reverend Carver ist ein Mann Gottes. Ganz ohne Zweifel. Ich weiß nicht mehr, was richtig oder falsch ist. Nichts macht mehr Sinn. Was ist los? Konntet ihr Mary konfrontieren? Nö. Sie war nicht mal da. Mist. Nö, nö. Wie auf dem Boot bei Methan. Nö. Du hast noch nie mit der Frau gesprochen, oder? Nö. Das ist so geil. Du hast noch nie mit einer Frau gesprochen, oder? Nö. Seht doch mal da. Das führt uns aus diesem Wald raus. Wir können unterwegs reden. Nein, unterwegs wird nicht gesprochen. Klar soweit. Warum bin ich jetzt du? Nö. Ich will's wohl gar nicht wissen. Aber was habt ihr gesehen? Da war Andrews Double, Abraham. Das kann nur gut für uns sein. Ich weiß echt nicht, ob uns das weiterhelfen wird.
Hier ist eine Zeichnung. Eingeritzt. Das ist das Cover vom Spiel. Ja. Yeah. Nö. Meint ich schon. Nö. Ist das die Straße? Finally. Hey, hier drüben. Was immer das eben auch war, echt oder nicht. Wir schweben noch in Gefahr. Was war denn? Irgendwie müssen wir das Mädchen stoppen. Eine Chance dazu ist uns schon entgangen. Du hättest Mary als das entlarven können, was sie ist. Eine Lügnerin. Also sie hätte es verdient. Warum hast du es nicht gemacht? Wir wissen, was mit den Beschuldigten passiert. Gerechtigkeit gibt's hier nicht. Das einem kleinen Kind anzutun, soll das die Lösung sein? Ich glaube nicht. Also manchmal sind die Auswahloptionen nicht das, was man aussagen möchte. Ja, dann sag einfach nichts. Das mache ich dann auch. Genau. Erstmal ja, nur so 20 Sekunden dumm in die Kamera geguckt. Fehlleiten. Das, was da stand, hat absolut nichts mit dem zu tun gehabt, was ich gesagt habe. War ja klar. Bürgermeister begrüßt Grundstücksverkauf. Besorgnis über weitere Proteste wegen Fabrikschließhunk. Nö. Nö. Samuel Carver. Ah, wie der Carver. Und S, ne? Mit Anfangsbuchstaben von vorne. Wie der Priester. Simon. Ja. Simon Carver. Ja, interessant. Ja, da war in der Kirche war eine Liste von Priestern und sein Name war durchgestrichen. Also so ausgekratzt. Ha. What happened? Keine Ahnung. Vielleicht steht in seiner Bibel irgendwas Satanistisches. Wahrscheinlich. Geht's da rein? Schaut mal. What? What? Oh, Angela. Die steht unten rum. Unten rum. Ja, wir lassen sie wieder zurück. Oh nein. Klar. Hey! Ah, Vince, it's you. Sie kommen. Was? Hm? Du entkommst ihn nicht. Dafür werde ich schon sorgen. Kevin. Der Typ ist gefährlich. Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Na los, rein da. Der Vince ist voll strange. Zu besoffen. Wahrscheinlich. Tja, hier drin war schon lang keiner mehr. Nun muss ich wohl vor dem Richter sprechen. Ach, mir graut davor. Ob sie meinem Zeugnis wohl Glauben schenken werden? Viele sind vom Teufel verblendet und sehen die Wahrheit nicht. Daraus erwächst nichts Gutes. Seine Worte werden die Wahrheit verdrehen. Lasst mich urteilen, was wahr ist. Abraham und Joseph sind Teil des Schwindels. Vergesst nicht, ihr habt Joseph erst gestern zum Tode verdammt. Oder bereut ihr diese Entscheidung? Keins der heute abgelegten Zeugnisse stimmt mich um. Joseph war mit derselben dunklen Macht im Bunde wie sein Weib. Bullfuck. Das Gericht dankt Reverend Carver, der dem Teufel widerstand, um den Beweis zu liefern. Bullfuck. Ich tat nur meine Pflicht. Doch das Bullfuck. Gericht stand in der Pflicht, die Wahrheit zu ergründen. Daher müssen wir auch vernehmen, was Abraham Mary zur Last legt. Hört mich dennoch an, Judge Wyman. Die Zeit drängt, Reverend. Fasst euch kurz. Mary hat Tapferkeit bewiesen, als sie das Böse anklagte. Nicht jeder besitzt solchen Mut. Doch zum Dank für die Enttarnung der Hexen in unserer Mitte wird sie verunglimpft. Ihr Mut steht außer Frage. Doch ihre Absichten müssen wir gewahren. Eben jenem Mann, der sie anklagt, ist das unschuldige Kind anvertraut. Er ist einer solchen Aufgabe nicht gewachsen. Das Gericht sollte eine neue Bleibe für Mary finden. Wer soll ihr neuer Vormund sein, Reverend? Ich bin bereit, mich des Kindes anzunehmen. Sass? Wenn ihr zustimmt. Echt? Zunächst muss das Gericht Abraham anhören. Erst dann können wir über das Kind entscheiden.
Abraham? Was soll ich nur tun? Manche wollen Mary verdammt sehen, doch ist ein Kind wirklich solch böser Taten fähig? Ja, keine Ahnung. Das ist schwer, na klar. Wäre es für jeden. Mary ist nur ein Kind. Sag dem Gericht, was dich hergebracht hat. Sprich, Junge. Heraus damit! Mary sprach von bösen Geistern. Teufelszeug, Hexerei. Viele glauben nicht, dass solches in Little Hope obwaltet. Erspart uns die eitle Rede und den Tratsch. Komm zum Punkt, Junge. Mary leidet sehr. Die Erscheinungen, die sie sah, sie quälen sie, nahmen ihr die Unschuld. Manche sagen, sie sei mit dem Teufel im Bunde, doch niemand ist sicher. Ich am wenigsten. Was wissen wir schon von einer Kinderseele? Du sprichst mir das Vermögen ab, die Wahrheit zu sehen? Ja. Vergib mir bitte. Solches würde ich niemals wagen. Genug der Zeitverschwendung. Du und der Pastor haben für heute genug gesagt. Ich bin nicht fertig. Ich gab dir bereits genug Zeit. Zudem wird Mary in die Obhut von Reverend Carver gegeben. Und nun schweig! What the fuck? Krank. Erzählt mir alles. Habt ihr Andrews Double gesehen? Geht's gar nichts an. Ausgesagt, Mary sei unschuldig, dass sie hier das Opfer sei. Das ist scheiße, wirklich scheiße. Mist! Und was passiert jetzt? Das hilft uns. Muss es. Wir wissen jetzt, dass wir ändern können, was passiert. Denkst du, er hat recht? Vielleicht bin ich zu blöd, aber ich weiß nicht, wie wir oder sonst wer ändern könnte, was vor Jahrhunderten passiert ist. Eigentlich hast du ja recht, aber wir sehen diese Dinge. Sie sind irgendwie mit uns verbunden, also können wir sie ändern. Maybe. Maybe, baby. Maybe, baby. Dann wäre meine Theorie falsch. Okay, was ist das überhaupt für ein Scheiß? Was zum Teufel? Wir müssen weg. Nicht sie raus hier. Alarm System in use. Ja. Alter, ich renne hier komplett verwirrt durch die Gegend da jetzt. Okay. Für Klamotten. Das muss ja ewig her sein. In den 70ern. Was steht da? Sis my ass. Nein, kiss my ass. Wait a minute. Das muss ich mir nochmal genauer angucken. Hä? Ja, da ist ein Zettel in der Schublade. Da steht drauf, kiss my ass. Ah, die Familie. Ich habe ein Foto von der Familie gefunden. Was zum... Sieh dir das an. Das glaubst du nicht. Ich stand direkt neben dir. Wir ja, sind ich weiß. Welt. Wir alle. Das ist zu viel. Sowas von zu viel. Angucken. Erst diese Hexenjäger von Anno dazumal, die aussehen wie wir. Und jetzt haben wir diese gruselige Familie, die auch genauso aussehen wie wir. Was der Scheiß? Aber was heißt das? Sind sie gestorben wie die anderen Doubles? Weiß nicht. Ja. Wer weiß, was passiert ist. Oh, okay. Vielleicht träumen wir ja alle. Willst du echt ein Andenken? An heute? Okay. Ja. An Little Hope? Ja. Weiß nicht. Aber ich will's haben.